So, Leute, wir waren mit diesem tiefsinnigen Dialog fertig in der letzten Folge, dem letzten Strukturdialog. Und jetzt, ja, ich wusste, dass du es schaffen kannst. Du hast ein Strukturduell. Ach, vergesst es doch einfach. Ich hab keinen Bock mehr. Training absolviert. Ich bin ein Mannsweib. Dein Training hier ist beendet. Ab morgen musst du dich dem Training für die D-Runner. Oh, nee. Aber es wird nicht hier stattfinden. Es findet auf dem Highway im Osten von New Domino City statt. Gute Leistung heute. Sieh zu, dass du morgen genauso viel bringst. Och, wenn ich irgendwas hasse in diesen Yu-Gi-Oh!-Spielen, dann ist es D-Runner fahren. Bah. Nur ein Gamepad hab, ne? Ansonsten sieht es übel aus. Ey, kann ich jetzt bei euch hier eigentlich noch einen Kram machen? Noch eine Struktur oder gefällig? Erstmal nicht, nein. Aber die Puzzles, die würde ich noch machen. Denn Struki-Duelle kann man meines Wissens nach noch woanders machen. Aber die Rätsel nicht. Deswegen machen wir einfach nur die Rätsel. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Karten, die ich noch nie gesehen habe. Thetis, Göttin des Lichts. Ach du Scheiße. Ach du heiliger Müll. Ach du Strohsack. So, glaub nicht, dass ich das ohne Lösung mache. Ich habe keinen Bock darauf. Ich will endlich wieder Sayer sprechen. So, ich flippe jetzt erstmal Raikou laut der Lösung. Und ich soll ihn anzielen mit dem Effekt. Ja. Ich weiß warum. Ihr werdet es auch gleich sehen. Wir sollen auf jeden Fall ihn anzielen. Dafür kriegen wir nochmal Wolf. Wolf. Wir aktivieren jetzt mal feierliche Wünsche. So. Wolf kommt aufs Feld, wenn er gemeldet wurde. Ja, Wolf. Was habe ich noch im Deck? Genau. Genau. Okay, ich müsste jetzt nachgucken. Ach, genau. Ich opfer den jetzt einfach mal für Thetis, Göttin des Lichts. Jetzt aktiviere ich Krug der Gier. Was mich veranlasst, Celestia zu ziehen. Ich krieg 500 Punkte durch feierliche Wünsche. Da ich eine Fee gezogen habe, kann ich die vorzeigen, noch eine Karte ziehen, wieder 500 Punkte kassieren. Also ich habe jetzt nur den Anfang auf der Lösung gelesen. Also das mit Raikou und so. Jetzt kann ich auf jeden Fall das Bossmonster, das Licht verpflichtet, spielen. Urteilsdrache. Das hätte ich wahrscheinlich auch so hingekriegt, dass das Duell. Weil ich ja doch eine Zeit lang Chaos gezockt habe. Also im Real Life. So, Effekt, Bomben, angreifen. Boah, dieses Bombenschnell, das ist wahrscheinlich, weil ich Firefox jetzt im Hintergrund geöffnet habe, um die Lösung nachzuschlagen. Ich hätte es auch ganz kreativ mit meinem Smartphone machen können, das sehr smart ist. Aber irgendwie in letzter Zeit immer dauernd Probleme hat. Na egal. So, weggebombt. Irgendwie war das wesentlich einfacher. Auch ohne Lösung wäre das einfacher als das dritte gewesen. Ich weiß auch nicht. Na, das fünfte, das wird uns brechen. Sollten wir keine Lösung verwenden, was ich tun werde, weil ich ein Arsch bin. Ich bin ein Ass. Die Antwort ist richtig. Bleibt nur noch eine Frage. Oh yeah. Möchtest du ein Duellpuzzle lösen? Ja, wie ich das. Ich mag Leute, die sich richtig reinigen. Also ich kann nicht jeden so wie Saya klingen lassen, ey. So, was? Das sieht ja schon geil aus. Wir haben ein Extra-Deck. Boah, Alter, was hat der denn für eine Mauer? Was haben wir überhaupt für Kacke? So, da bin ich wieder. Ich habe mir mal die Lösung nebenbei geöffnet, weil.
Bar. So, jetzt habe ich hier auf jeden Fall nur die halbe Lösung stehen, ha. Weil ich das Fenster so minimieren musste. Opfere reptilianischen Gorgon, um reptilianische Medusa aufzurufen. Okay, mach mal das Kleiner. Hier, reptilianische Medusa. reptilianischer Gorgon. Welche ist das? Skylla? Nee, wenn ich jetzt das falsch anklicke, sage ich. Viper Gorgon, hier, komm. Opfern wir das einfach mal für diese komische Medusa. Aktiviere dreimal den Effekt, wenn reptilianische und Gurgel aus der Haut von Oschaleon abwerfen. Okay. Wähle drei unterschiedliche Marshmallows. Okay. So, Gugigagagigo. Kommt weg. Den Marshmallow hier wählen. Nope. Dann Oschaleon kommt weg. Noch einen Marshmallow wählen. Ich bin vorsichtig, damit ich mich nicht verklicke, ja? Okay, den anderen konnte man schon gar nicht mehr wählen. Dann noch aus der Haut fahren. Das wird die mittlere Karte jetzt sein hier. Ja, aus der Haut fahren. Beschwöre dein Monster. Ist dann der nächste Schritt. Habe ich getan. Beschwöre das Monster aus dem Extra-Deck. Haben wir nur eins? Ah, okay. Reptilianische. Was? Die haben ein eigenes Synchro? Ich finde diesen Archetype so behindert, spasti und kacke. Und dann haben die noch ein eigenes Synchro. Ist aber wahrscheinlich auch eh nichts wert, das Teil, also. So, jetzt haben wir die Hydra. Jetzt nochmal Doppelbeschwörung aktivieren. Die würde ich mal schätzen, dass das die verdeckte ist. Vom Effekt steht hier nichts. Oh, cool. Das zerstört Marshmallows. Finde ich nice. Ach so, wir haben jetzt ordentlich Zeug nachgezogen. Cool. Doppelbeschwörung. Anschließend aktiviert Reptilianisch, was auch mal. Okay. Reptilianisches. Nee, auch für die Schlangengottheit, ne. Reptilianische Brut soll ich aktivieren. Jupp, ist egal, was ich angeblich wähle hier. So, es ist angeblich egal, deswegen nehme ich einfach das Viech. So, jetzt habe ich hier Reptilianische Spielmarke. Cool. Die bringen nix. Auch gut. Aktiviere deine Fallenkarte. Ne, opfere eine Spielmarke für das Monster in deiner Hand und beschwöre es. Hier, Giga Gaga Go oder was? Ja, wahrscheinlich. Wow, Spielmarken, die man mal tributieren kann, ist ja auch selten. Aktiviere Fallenkarte und. Was soll ich opfern für die Fallenkarte? Moment. Eine Spielmarke, beide verräterische Schwerter, okay. Drei Karten ist hier auswählen. Erstmal hier die Spielmarke und dann diesen Krams. Okay. Aktiviere Befehl zum Sturmangriff. Opfere deine Monster um das letzte Gegner. So, okay, ich kann nur das normale wählen. Gut, mach mal das. Opfern wir das, zerstören das andere dann. Okay. Dann einfach Axt ausrüsten und bieten. Cool. War ja ein sinnfreies Rätsel.
Irgendwie komisch. Ritter Janusz. Wer spielt diese Deck? Dieses Deck. Hat man in der letzten Folge schon mal irgendwie sowas? Keine Ahnung. Ja, irgendwie mit diese Deck. Anstatt diese Decks. Das war sinnvoll. So. Gut, haben wir die blöden Rätsel fertig. Bah. So hätten wir es gleich von Anfang an machen sollen. Ja, mit Firefox in die Ecke gequetscht. Jetzt mache ich es aber mal lieber zu, damit es die Performance nicht runterzieht. Korrekt. Abschlussbonus. Boah, Alter, wir haben so viel Money. Damit können wir uns ein richtig geiles Steak dann zusammenstellen. Wieder richtig, das war klasse. Finde ich auch. Ein neues Strukturdeck ist im Geschäft verfügbar. Ja, ist ja geil, dass wir auch so ins Geschäft kommen, ne? Aber scheinbar haben wir das damit freigeschalten. Whatever. So, speichern wir erstmal ab, dass wir diesen Müll geschafft haben. Wie gesagt, angeblich kann man Strucki-Duelle noch bei irgendjemand anderem machen. Ansonsten würde ich die jetzt alle machen, aber ich lasse es dann lieber. Wir können bestimmt auch einfach hierher zurück, ne? So, wir sollen, ich weiß gar nicht mehr, was wir machen sollen, wahrscheinlich pennen gehen zu unseren Zimmerkameraden Okita und Liquid. So. Wo war denn unser Zimmer? Oh! Ich glaube es nicht, es ist Kirito. Ich meine, Seiya. Tobi, oh. Ich bin gerade gekommen. Sieht so aus, als hättest du dein Training abgeschlossen. Oh. Ich schätze, du kannst mir jetzt helfen, Akiza auf Zack zu bringen. Du weißt schon, was ich meine. Komm mit. Oh. Gekommen bin ich auch gerade. So, Akiza. Ich habe ja noch einen Spritzer mitgebracht. Ne? Nun möchte ich, dass du dich mit Akiza dialogisierst. Ich meine, duellierst. Ich meine, du weißt schon, was ich meine. Das habe ich mit Akiza vorhin schon die ganze Zeit. Akiza, du scheinst doch immer nicht in Bestform zu sein. Du warst vorhin so. Du weißt schon, nicht? Also betreib es nicht, klar. Denn mit mir übertreibst du es ja auch nie. Geh es ganz locker an und betrachte es als leichtes Training. Du musst das leicht trainieren. Ja, Sir! Nee, so kann ich die nicht. Ja, Sir! Irgendwie so. Ich weiß nicht mehr, wie ich die gesprochen habe. Du bist also mein Gegner. Du musst das Training langsam leid sein. Aber danke für das Duell mit mir. Kieser, Smalltalk ist überflüssig, Alter. Ein Spacko. Überflüssig, oh. Betrachte es nur als etwas, das deine Sinne wieder schärft. Du weißt, was ich meine. Jawohl. Also gut, fangen wir an. Okay, ich rede jetzt einfach so. Ich hoffe, ich merke es mir. Okay, wir müssen uns mit Akiza duellieren. Auf Seiyas Geheiß. Wandelnder Garten. Ihr benutzt jetzt ernsthaft ihr richtiges Deck. Wir haben dieses Kack-Deck bereitgestellt. Erster, zweiter, erster. Natürlich erster, ne? Wir gewinnen ja in letzter Zeit mal eine Steinschere Papier Hexes Bock. Der Sieg ist mein. Wow, wir haben Raikou auf der Hand. Und die mystische Tomate und die Psyschnick und... Was das denn für eine behinderte Hand? Was machen wir denn als erstes? Ich würde sagen, warum nicht? Rachsüchtiger Verteidigungsmodus. So duft ist die Hand, ne? Wir haben einen Psy-Monster und das kann seinen Effekt nicht mal auf sich selbst aktivieren. Ich bin dran. Okay, Akiza, mach mal was. Ich bin gespannt. Gigantischer Zwergkrug. Oh yeah, gigantischer Zwergkrug. Greift Rachsüchtig an, wir zerschießen das, weil Rachsüchtiger Imba ist. Auch wenn es hässlich ist, das Viech. Bah.
gigantischer Zwergkrug. Ich muss mein ganzes Duell so moderieren. Das wäre auch gut. Mr. Bass, das machen wir jetzt einfach mal. Also in der nächsten Folge. Könnt ihr euch drauf freuen. Oh, und Akiza setzt 2 Karten. Oh. Und ich ziehe. Und in der nächsten Folge spielen wir Fallenfalle. Oh, oh ja, Fallenfalle. Ist das nicht hübsch? Oh Gott.